Hallo und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Staffel 2 mit Blick auf Mindy. Na, ihr habt es ja schon gesehen, ich habe Tiere erstellt. Ich würde denken, ich fange hier gar nicht erst an, großartig rumzuquatschen, sondern wir gehen direkt ins Spiel. Ganz kurz nur, ich habe ein Haus gebaut, das bei weitem noch nicht fertig ist. Aber ich wollte jetzt unbedingt ins Gameplay starten und deshalb, ja, das bauen wir später mal fertig. Drück mal auf Play. Nee, wer zieht sich jetzt erstmal um, genau. Bobby, du kannst ihn ja mal kennenlernen. Ja? Gott, ist das süß, wie er tapselt. Oh mein Gott. Nivea, du könntest ja auch mal deine Katze ausschimpfen. Streicheln. You are the moon. Tschüss, Niki. Na? Willst du den kleinen Mann mal kennenlernen? Ach, ist das süß. Oh mein Gott. Nevia hat soeben Freundschaft mit Mindy geschlossen. Oh mein Gott, ist das toll. Wir können die Tiere nicht steuern. Es wird bestimmt jetzt komplett chaotisch. Was möchtest du? Bobby streicheln, okay? Du könntest ja mit Bobby mal reden. Was macht denn der Ede? Boxen. Na gut. Die Niki, was macht die? Zocken. Mhm. Niki, du könntest hier ja mal füllen und hier mal bitte füllen. Und dann könnte die ganze Familie ja mal ihr neues Haus betreten. So rein theoretisch. Das wird so spannend. Die erste Staffel war schon lustig. Ich glaube, jetzt wird's richtig chaotisch. Weil wir nämlich nie wissen, was die kleinen Mäuschen wollen. Tierpflege. Du kannst ja mal bitten, das Geschäft zu erledigen. Vielleicht geht das ja. Nee, du nicht. Was macht Chris jetzt? Chris, was hast du vor? Fernsehen. Hallo, du hast hier zwei wundervolle Tiere. Die sind ja so süß. Anivia, du kannst auch mal reingehen. Matt kann auch mal reingehen. Dag, dag. Kannst du ihn jetzt herbeirufen? Ach ja, hier, guck. Ich bin gespannt. Kann der kleine Mann schon Treppen steigen? Nee, kann er nicht. Okay, dann wirst du jetzt dein Tier hochheben. Ja, hör mal auf Fernsehen zu gucken. Die Nevia. Wo ist die Nevia? Gott, das wird so klasse. Das wird so richtig klasse. Nevia, geh mal hier mit Fernsehen gucken. Während der kleine Mann mal seinen Hund holt. Mach das mal. Für all diejenigen, die neu dabei sind, die Familie gab es schon in der ersten Staffel. Wir haben Chris und seine Schwester Niki, Nevia, die ein bisschen, ich will nicht sagen verdorben ist, aber nicht so ganz normal ist. Und die beiden alten Männer, die einfach nicht sterben wollten. Na, ist das... Moment. Oh mein Gott. Ist das süß. Hier. Hatten wir Chris nicht eigentlich... Ist das schon die neue Frisur von Chris? Ich weiß gar nicht. Egal. So, Chris. Genau, du hast jetzt den Hund auf dem Arm. Du könntest den Hund mal... Bobby hier absetzen. So. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ihr zwei guckt Fernsehen. You are the
Der Matti ist jetzt am Boxen. Der Ede. Ede hat, glaube ich, seit unserem Umzug aus dem alten Haus, ja, was ja so verbuggt war, auf nichts anderes gewartet, als dass er endlich wieder eine Gartenrutsche hat. Nun gut, Ede, mach du mal. So, klein Bobby. Chris, kannst du Ball geben an Bobby? Wo ist denn, was machst denn du eigentlich? Was machst denn du? Kannst du mal bürsten? Was macht ihr denn? Wo ist denn der Hund? Da hinten. Wie die meisten Tiere kann auch Bobby auf unerklärliche Weise von Dingen rund um das Haus besessen sein. Behalte deine pelzigen Freunde im Auge, um ihre individuellen Interessen kennenzulernen. Ernsthaft jetzt? Bist du von dem Ding hier oder von der Toilette? Kannst du mal ein Leckerchen geben? Es wird verflucht schwierig, weil wir nicht sehen können, was die Tiere für Bedürfnisse haben. Ja, ja, bin dann voll. No. Oh, Matti, was ist los? Mit Eduardo plaudern. Okay. Du sitzt immer noch hier rum. Sollte Nevia dich nicht eigentlich bürsten? Nevia, du solltest deine Katze bürsten. Scheiben. Es geht, glaube ich, schon wieder genauso los, wie es aufgehört hat. Ja. Nevia schlägt das Stofftier. Das ist okay. Chrissy, was hast denn du vor? Computerspielen. Okay. Wo ist denn der kleine Mann? Der bellt immer noch das Klo an. Der kleine Mann. Tierpflege. Oh wow, das wird richtig hart. Mehr Auswahl. Kannst du ihn noch gar nicht erziehen? Könnte Niki jetzt zum Beispiel sagen, Freundschaft anbieten, mehr Auswahl, Tierpflege? Nee. Lektion schelmisch. Mindy ist eine schelmische Katze. Sie benimmt sich häufig daneben und kann sogar ermutigt werden, sich schlecht zu benehmen. Was hast du denn gemacht? Weiß nicht. Ach, der kleine Mann spielt jetzt mit dem rosa Ball. Nun gut, Chris ist zur Schule. Der Ede kann ja mal. Nee, muss nicht Zeitplan festlegen. Ach so, das brauchst du nicht rufen. Also die kommen dann hoffentlich selber. Ruf mal Bobby zum Fressen. Und ruf dann hier bitte mal Mindy zum Fressen. Hör auf zu trinken. Mindy? Sitzt immer noch hier. Okay. Oh mein Gott, ist das süß! Oh mein Gott, ist das süß, wie er da angehopst kommt. Narabu, Upa. Oh mein Gott. Da kommt Mindy. Mindy kommt auch, genau. Prima. Oh, ist das süß. Oh mein Gott. Also ich glaube, die erste Folge besteht heute nur aus Oh mein Gott, ist das süß. Oh mein Gott. Mindy? Ja, ne? Ja. Dann wird der Ede mal
Kann der Ede hier einen Zeitplan festlegen, genau. Und zwar alle 3 Stunden wird das Ganze gefüllt. Sure, Chef. Ich mag Mindy jetzt schon. Nabakusip? Quink! Eine Agro-Katze. Passt richtig gut zur Nivea. Über Hochspringen an Theken belehren. An Ausschimpfen. Um Lied bitten. Oh mein Gott, das wird so toll. Die Nivea wird auf jeden Fall zu viel Verhalten ermutigen. Bei Matti klingelt das Telefon. Chris hat den anderen Schülern außerhalb des Unterrichts ein unanständiges Kunstwerk gezeigt. Der nachfolgende Unterricht wurde immer wieder durch Kichern gestört. Kreativität sollte gefördert werden oder das Bild konfiszieren und mein Kind bestrafen. Ein unanständiges Kunstwerk, naja, sollte gefördert werden. So. Arabay! Debewis! Varpasa Masplima! Doki! Oh. Hihi. Das ist so toll. Kannst du mal streicheln? Du könntest. Beruhigen? Ja, dann beruhige sie mal. Und dann kannst du mit ihr ja mal spielen. Haben wir nicht das. Wo ist denn das Ding hin? Yaumisch. Shabini. Mit Laserpointer spielen. Gut. Nivea ist wahnsinnig. Ja, genau. Das wusste man schon. Der Matti sitzt hier. Wo ist denn der kleine Hund? Ach, da. Na, ist das süß. Schade, dass wir ihn nicht steuern können, Mann. Lassen wir die Schule sausen, amüsieren uns ein bisschen. Alte Riten. Nee, du heute nicht. Heute. Oh, es ist traurig. Matti, was ist los? Kümmer dich mal um den Hund. Oha, das kann anstrengend werden. Du hast noch Spaß hier? Und, was ist los? Na, sagt er dir's? Quimba-Urafa? Oh, Moment. Oh Gott. Willkommen in der Nachbarschaft. Ach, du wirst ein Geschenk basteln. Moment. Der Ede ist ja immer noch am Rutschen. Wird dann erstmal die Nachbarn hereinbitten. Und das ist die Haushaltshilfe, okay. Ja, bitte mal die Nachbarn herein und lern die mal ein bisschen kennen. Was ist denn los? Was war denn jetzt? Scheiße. Was macht denn der kleine Mann? Ach, es hat an der Tür geklingelt. Oh, ist das süß. Oh mein Gott, ist das süß. Matti, du könntest ja mal nochmal, was ist los, fragen, bitte, weil ich hab's nicht gesehen, was los ist. Wie sie beide vor die Tür gehen. Oh mein Gott. Das ist so toll gemacht. Und die ist traurig. Ich hab so Angst, dass uns eine Tiere stirbt, weil wir nicht aufpassen. Matti, kommst du jetzt? Ach ja. So, dann schauen wir mal, ob wir es jetzt herausfinden. Was mit dem kleinen Mann los ist. Der Ede kann hier mal plaudern. Komm dann. So, was hat denn der kleine Mann? Dimba Combo. Fumbre. Oh, Zagu Warba. Wusu. Fribs. Loben, okay.
Mehr Auswahl. Tierpfleger. Kannst du nicht mit dem Gassi gehen? Mehr Auswahl, freundlich. Dann tust du ihn mal baden, bitte. Du bist am Kratzen. Sehr schön, das ist ein bisschen verbuggt. Macht dir aber nichts. Okay, ihr quatscht. Alles gut. Oh mein Gott, ist das süß einfach nur. Es ist einfach so süß. Ich weiß, es ist Chris sein Hund, aber es müssen sich alle drum kümmern. So ist es eben. Sturm Garsha Thark. Jeder erzählt von seinen Unterhosen. Ball holen spielen. Okay. Du hast keinen Ball im Inventar. Wo sind denn die Bälle? Christ ist alles eingesteckt, hm? Nivea? Hat's nicht? Ede? Hat sie auch nicht? Der hat noch Würstchen einstecken? Oh, was ist denn los, kleiner Mann? Kann der Ede vielleicht noch ein bisschen... Nö, jetzt hast du was anderes vor. Gut. Was hast du denn vor? Oh, jetzt hat sie ihn hingehauen. Oh Gott, ist das süß. Ah, der möchte Ball spielen. Na dann, Moment, wo sind die Bälle? Ede. Einmal öffnen bitte. Da haben wir doch Bälle, siehst du? Dann nehmen wir den blauen Ball und schieben ihn bei dir ins Inventar. Und dann kannst du nämlich mal keine Hunde zum Ball holen verfügbar. Okay, Ball geben an Bobby. Mach das mal. Gib dem kleinen Mann mal seinen Ball. Der Ede gibt dir einen Ball. Ist gar kein Problem, das mache ich schon. Ja. Ospar! Hey! Tag. Guck mal, Ball. Chumcha! Champi, moi bim. Chumcha, chumcha. Champi, moi bim. Ospa, thark. Champi, moi bim. Ospa, thark. Da ist der Ball. Yipsi, fadish. Jetzt kann er fein spielen. Toll. So, was macht Mindy? Die pennt. Okay. Ede wird dann mal. Ach, die ist hier erstmal bei uns. Na gut. Der Ede könnte ja mal. Mehr soll? Nein. Kochen. Und zwar wird der Ede Macaroni und Käse machen in einer Partygröße. Hier draußen kann der kleine Mann noch nichts machen, ha? Huh? Mindy befehlen. Ah ja, okay. Ihr seid am Plaudern. Der kleine Mann ist jetzt... Was tust du da? Na, ist das süß. Mindy sitzt hier. Da kann sich die Nivea ja eigentlich mal drum kümmern. Möchte den Veggie-Burger grillen? Nein. Beruhigend streicheln. Und dann kennenlernen. Und reden mit. So. Mach das mal. Oh, Sharba. No. Oh, Charnu for Bay. Der kleine Mann. Oh, dem geht's schlecht. Warum geht's denn dem schlecht? Oh, der muss pieseln.
Geh mal bitte. Wo bist denn du? Kann der nicht raus? Moment. Der. Ja, meinetwegen. Der Matti kann doch bestimmt. Aktionen? Nee. Zurück nach Hause. Ach so. Singen üben. Kann denn die Nevia? Kann der kleine Mann auch nicht Gassi gehen? Okay, Moment. Wir brechen das mal ganz kurz ab. So. Dann kann der Chris vielleicht. Tierpfleger. Herbeirufen. Der kann bestimmt die Treppen noch nicht gehen. Nö. Kann er nicht. Dann hochheben. Chris, wo bist du? Ja. Oh, der ist sauer. Einmal hochheben bitte, aber er müsste ja bis hierhin gehen können, theoretisch. Da kommt Mindy. Heb ihn mal bitte hoch. Und setz ihn mal da drüben ab. Bobby hier absetzen. Ja, das ist jetzt dein Hund, da musst du jetzt durch. Komisch, dass er nicht mit ihm Gassi gehen kann. Aber setz den kleinen Mann mal da ab. Ja, genau. Und dann niedliches Tier hochheben. Mehrauswahl. Freundlich. Hä? Na, kann er nicht sein Geschäft hier machen? Bitten, das Geschäft zu erledigen. Hier darfst du kacken. Ja, hier darfst du. Was hat Mindy? Oha, das wird hart. Geht leider nicht. So ein kleiner Kackehaufen hier. Kleiner Tierhaufen. Einmal wegwerfen. Und dann kannst du ihn noch kennenlernen und ihn mal umarmen. So. Mindy war jetzt auf dem Topf. Nichts für ungut, aber das sieht einfach zu gut aus. Huch. So. Das Ding ist selbstreinigend. Das schauen wir uns noch schnell an. Na, Mindy? Passiert nichts. Gut. Klein Chrissy ist dann angespannt. Einmal streicheln. Reden mit. Dann kannst du ihn wieder hochheben und kannst ihn dann. Ja, also heb ihn erstmal hoch, genau. Das musst du erstmal machen. Niklaus ruft an. Möchtest du heute Abend feiern? Ja, das wollen wir.
Aber erst in der nächsten Folge. Genau. Wir suchen noch schnell aus, mit wem. Und zwar der Niklaus, der Jace kann mitkommen. Die Nevia. Der Roman. Die Shelly. Chris leider nicht. Ede kann auch zu Hause bleiben. Wo ist denn Elijah? Wo ist Elijah? Der kann anscheinend nicht. Ja, so machen wir das. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn die drei angekommen sind, die vier. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Erste Staffel, wie gesagt, voller Erfolg. Zweite Staffel beginnt langsam und gemütlich, aber mit einem hohen Niedlichkeitsfaktor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao.